Freunde, da Miltech Sport, hier Ricardo Matera aus der Stahlwerkstatt und wir haben hier das hier am Start. Das wird eine spannende Folge. Hallo. Ich begrüße Sie. Hallo, schönen guten Tag. Miltech Sportauspuffanlagen. Ja. Richtig? Ja. Miltech Sport, ihr baut handgefertigte, geile Sachen. Werte Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung. Heute mal was anderes. Wir haben in die Celica Mucke eingebaut. Das sah ungefähr so aus. Ah, YouTube Premium hilft, mein Freund. Nein. Und dann habe ich euch versprochen, dass die Karre mal richtig Sound bekommt. Und das beaufsichtigt der Jan. Und ich darf ein bisschen mitmachen. Ja, du kannst ein bisschen mehr als mitmachen. Ein bisschen mehr als mitmachen. Ja. Also erzähl, Miltech Sport. Wir sind hier in der Nähe des Nürburgrings. Ja, in unmittelbarer Spuckweite. Also wir sind hier direkt im Gewerbegebiet in Meusbad. Döttinger Höhe, ungefähr 150 Meter Luftlinie von uns weg. Ja. In bester Gesellschaft von Manta, wie sie alle hier heißen. Ja, ja, ich sehe hier nur noch Autos, ne? Ja. So, wir werden uns in dieser Folge ein bisschen um Auspuffanlage für diese Celica kümmern. Jawohl. Das machen wir bei euch in-house und das ist ein Sonderbau von euch, genau. Ne? Das ist, also wir machen ja einmal die ganz normalen TÜV zugelassenen Anlagen für den, ich sag's mal so schön, Massenmarkt. Ja. Da kümmere ich mich dann halt auch um die Entwicklung davon, dass so Sachen halt dann nach England gehen und dort produziert werden. Da ist in England noch einer, der Kev. Und in Amerika macht das mittlerweile auch noch einer. Ist halt immer, wo du halt welches Auto schneller kriegst. Aber manchmal machen wir halt hier auch so Sondergeschichten oder halt auch so Kleinserien und sowas. Ich glaube, der Yaris, das ist so ein Parade. Paradebeispiel, ne? Ja. GR Yaris, brutal schnelle Karre. Ich komme zu euch und sage, Jungs, könnt ihr mir hier was drunter bauen? Das habt ihr schon fertig da. Das haben wir schon fertig, ja. Sogar jetzt mittlerweile für die Generation 2. Also ja, und wenn jetzt so Spezialisten wie wir kommen und sagen, hier, wir haben so einen 1999-Apparat. Ja, dann bauen wir dafür auch was. Also weil, das heißt, weil im Endeffekt fängt das vorne an und hört hinten auf. Ja, ja, das ist, also, was soll ich euch sagen? Hier passiert der Zauber. Und ich würde sagen, die nächsten Bilder, die wir euch jetzt liefern, wir sind an der Werkbank. Ja, okay. Und dann fangen wir mal an und du erklärst mir, wie es geht. Ja. Und dann bauen wir, Achtung, genau das, was ihr schon hört. Denn funky an der Geschichte ist, wir sind schon fertig. Ja. Es hat richtig gut geklappt. Sollen wir mal Haube aufmachen und einen kleinen Soundcheck kurz machen? Ja, können wir machen. Also Freunde, das, was wir jetzt hier gebaut haben und wo wir gelandet sind, das hört sich ziemlich genau so an. Ja. Nur, dass ihr mal auf den Geschmack kommt. In dieser Folge passiert genau das. Ist das gemeine Sch? Entschuldigung, wir gehen rein an die Werkbank. So, und dieses Teil, das hier, hinter diesem Blech, genau. Das Blech muss auch weg. Das Blech muss weg und dann kommt dieser Apparat, den wir da vorne gesehen haben. Genau.
Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Wir haben noch zwei Kleinigkeiten. Wir haben das hier geschafft. Und wir haben das hier geschafft. Und der Anton ist jetzt nach vorne und kämpft im Motorraum. Es ist wirklich die allerletzte Schraube, die ist verbacken, die ist unzugänglich, die ist alt, die ist warm geworden, die ist verrostet, die ist alles, was du eigentlich gar nicht haben möchtest. Aber die ist da und die muss weg, denn ich zeige euch jetzt, was wir da lösen möchten. Der Jan wird uns helfen und uns nochmal erneut erzählen, wie dieses Bauteil heißt. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist quasi dieses Bauteil, woran der Anton da gerade noch arbeitet. Hier unten kommt die Downpipe dran, so viel habe ich schon mal gelernt. Ich weiß nicht, was hier angeschlossen ist, aber das wird uns der Jan gleich nochmal erklären. Denn dann erklären wir euch mal den Aufbau und wie das überhaupt funktioniert. Ich kann euch eins sagen, Auspuffbau ist nicht so einfach, wie man denkt. Wobei ich glaube, der Auspuffbau ist schöner als die Demontage. Also ich gehe jetzt nochmal da vorne, schaue mir an, wie weit wir sind und wir kommen gleich wieder und reden mal über ein paar Neuteile. Und dann wieder mit sauberen Fingern. Jan, du kommst gerade wieder und hast, nachdem der Anton sich so Mühe gegeben hat, der hat dir die Karre zerlegt, das war ein bisschen, der hatte richtig Alarm. Ja. So, du kommst hier mit dem Cut wieder. Genau. Du hast hier einmal einen Blick verschafft. Ja. Was sagst du? Ist eng. Ist eng, ne? Ist, ja. Ist nicht so. Aber nicht unmöglich. Ist nicht so pralle. Also, wir haben Folgendes vor. Wir haben ein paar schicke Teile hier aufgebaut. Yes. Dichtung, jetzt nochmal, Turboanschluss, schlag mich tot. Ja, auch genannt, Fachbegriff chinesisch, Turbo-Elbow. Turbo-Elbow, zwei genau. Verschiedene. Genau. Ein mit Winkel, ein gerade. Richtig, hat den Grund, das sind Originalgruppe N-Teile, die in dem Rennauto von dem Typ halt früher verbaut waren. Die Teile sind irgendwas um die 20 Jahre alt. Das wollte ich gerade sagen. Das sind keine Nachbauten, sondern das sind Originalteile von damals im Gruppe N-Auto. Hier, das ist sogar noch ein brandneues, was noch nie benutzt worden ist. Wahnsinn. Und hier, der ist halt gebraucht, den haben wir halt gerade noch gestrahlt, aber in dem Falle macht es halt keinen Unterschied. Der sieht aus wie neu, ne? Ja. Ich habe den eben gesehen, man kann hier die Dichtflächen sehen, die sind so ein bisschen, ich sag mal, naja, gelaufen. Dieses Teil? Ja. Cut, muss hier irgendwie dran. Genau, ja. Du hast mir schon die erste Aufgabe gegeben, und zwar dreh mal hier den Ring passend. Genau, richtig. Weil das war eine normale V-Band-Schelle, die haben wir leider nicht mehr bekommen. Wir haben nur die Klemme von der V-Band bekommen, aber wir mussten es halt, ein Standardteil, was wir halt hier haben, mussten wir uns halt ein bisschen anpassen. Das war jetzt nur 0,1 mm, was der Rico da weggedreht hat. Und ja, ja, das war nichts. Also. Sieht übrigens so aus. Passt jetzt, ist saubere Sache. Ja, das ist schön. Ihr habt aber auch Werkzeug hier, ne? Also hier ist. Ja, wir können uns halt hier austoben. Im Endeffekt mit dem, was ich halt normal mache, muss man das halt machen können. Ja. Klar, wir wollen noch ein bisschen schweißen und so. Natürlich, es geht ums Schweißen, es geht ums Formieren. Ich habe gerade vorletzte Woche noch eine Sendung rausgehauen über technische Gase. Okay, geil. Da haben wir so ein bisschen erklärt, was brauchst du. Und hier kann man das tatsächlich mal am lebenden Objekt. Auf jeden Fall macht mehr. Also du formierst immer alles. Wir wollen eine schöne, saubere Wurzel. Genau. Also wenn ich jetzt hier so Motorsportsysteme oder so One-Off-Geschichten baue, auf jeden Fall. Ja. 1.4301. Ja. Und das allererste, was wir machen, haben wir eben schon besprochen. Wir möchten raus aus dem Turbo. Genau. Über diesen Elbow, habe ich jetzt gelernt. Genau. Dann haben wir diesen Adapterring. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Konus schaffen. Ja, im Endeffekt, ob jetzt im Endeffekt ein Konus wird, haben wir ja hier unten schon dran. Ja. Aber wir müssen irgendwie den Übergang dazu herstellen, damit wir nicht hier mit einem 63er Rohr in diese 76er Cut-Öffnung reinpusten. Klassisch deutsch, was nicht passt. Wird passend gemacht. So ist es, ne? Und geht nicht, gibt's nicht. Also auf geht's, wir basteln ein bisschen. Das ist es, ja. Das ist jetzt hier unser Elbow. Und das ist die Dichtfläche, wo quasi unser gedrehter Ring dran kommt. Der Kollege hier. So, und der möchte jetzt bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Dahin, ne? Das sieht auf jeden Fall super aus. Das bewegst du überhaupt nicht mehr. So, du tauchst jetzt hier auf wie der Doktor. Ja. Und hast du hier immer so ein paar fertig
Also was heißt Fertigteile? Die hast du alle selber gemacht auf der dicken Biegemaschine? Ein Teil davon haben wir, bevor wir die Biegemaschine noch mit hatten, aus England bekommen. Okay. Ein paar sind halt von mir immer, wenn ich 70 mm oder so auf der Biegemaschine habe, biege ich halt immer irgendwas mit halt. Die biegt, das ist ein Traum, ne? Wie sich dieser Bogen anfühlt hier. Ich find's geil. Ja, voll geil. Ne? Du hast die auch noch in zusammenhängend. Also, ich habe jetzt gelernt, das sind Pie Cuts, also Kuchenstücke. Ja, ist also ein Segment, kennt man aus dem Auspuffbau, aus dem Zweitakterbereich. So, da gibt es auch so Rennbirnen, die... Genau, richtig, die Segment, ne? Ja. Du kannst jetzt auf einer Ebene, das heißt dünne Seite und dicke Seite genau in gleicher Linie laufen. Richtig wild, viele Nähte, ist aber dann auch quasi die Optik, die man bekommt. Dieses Naht an Naht an Naht an Naht, schön innen formiert, außen schön Anlauffarben. Das sieht richtig gut aus. Du hast ja gerade gesagt mit den Bögen. Warte, fahren das mal. Du siehst ja hier, das gut, das ist jetzt ein abgeschnittener Bogen. Ich habe leider keinen Gussbogen mehr davon da. Ja. Aber du hast ja immer hier, das ist das mit, das hier, die Klemmlenke, und muss halt immer aufpassen. Das ist schon fast ein Formteil. Ja. Also du 90-Grad-Bogen, ja, Haarbogen. Genau. Ja, stimmt, du hast ein Rohr, aber was, jetzt erklär mal ganz kurz, ist das Wasserstrahl, Laser? Rohrlaser. Ja, also die haben wir jetzt auch zugekauft. Wenn man da ein bisschen nach dem Internet sucht, findet man die Jungs, die das gemacht haben. Also das heißt, es ist ein gerades Rohr. Ja. Der Laser schneidet dir ein Kuchenstück raus. Genau. Im Endeffekt ist das alles hier zwischen quasi Müll, weil du ja den Pin drin lässt. Genau, und jetzt? Hier in dem Fall ist das halt alles ein Rohr. Einmal so geschnitten, einmal so wieder. Und dann verstanden. Freunde, wir sind einen Meter weiter. Ja? Wir haben ein bisschen rumgespielt mit den Puzzleteilen vom Jan. Der hat Folgendes gemacht. Jetzt korrigier mich, ein 11-Grad-Stück haben wir hier. Oder 11, 12. 11,5 oder so, irgendwie sowas, ja. Und ein aufgeweitetes. Ja, im Endeffekt ein gepresstes. Wir müssen das hier unten nochmal machen, dann können wir das, glaube ich, am besten zeigen. Ich habe mir da so einen Konus gebaut, wo man nicht einfach auf die Werkstattpresse gehen kann, sondern... Du hast halt quasi diese Tulpe. Ach, das ist das, was du Tulpe, ja, genau. Tulpe nennst. Ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde diese Technik ganz geil, dass du einfach hier mit einem Kreppband, ja, einfach dir mal kurz das gebaut hast. Und jetzt, Achtung, ich halte das mal rein. Und jetzt gehen wir da hoch. Ist natürlich jetzt nicht ganz so schön, wie ich es zeigen kann, aber... Ja, es ist halt ein bisschen enger, aber man sieht, was wir meinen. Wir brauchen eine Richtungsänderung. Wir müssen weg vom Lüfter. Genau, weg vom Lüfter und weg vom Servopumpe oder... Ja, Servopumpe. So, und das macht einfach dieses Kuchenstück hier, ja? Ja. So, und jetzt pflücken wir das auseinander und wir heften das schon, oder? Genau, ja, wir heften das jetzt. Dann würde ich sagen, heften wir das oben an die V-Wandschelle und dann können wir die ersten paar Nähte ziehen. Ach so, stimmt, wir können das, klar, ja, also wir können ja drehen. Genau, ich würde das jetzt im Grund vom Verzug quasi erstmal schweißen. Wir können das halt runternehmen, können die drauf schweißen, weil wir können es ja drehen, wie wir wollen. Richtig. Das ist ja 360 Grad, ob ich jetzt da oben natürlich drehe und festhefte, ja, oder mir hier drauflege, schön zentriere und dann festhefte. Top, ja. Also wir gehen jetzt mal... Genau, wir gehen jetzt mal... Wir gehen eine Runde schweißen. Ja. Sehr gut. Darum, wo es geht. Wir kommen unterm Auto her, haben eigentlich... zwei Teile an den Start gebracht, aber wichtige Teile, die uns den Weg weisen, so dass wir sauber da rauskommen. Und eine Sache hast du mir eben noch erklärt, wir wollen das noch thermoisolieren. Richtig. Deswegen, es war schon kein Platz. Jetzt Platz geschaffen. Jetzt können wir auch isolieren. Genau, ja. Jetzt kommt halt später noch die Isolation drauf. Das sind summa summarum Durchmesser knapp 10 mm. Die müssen wir halt direkt von vorne schon mit einplanen. Ja. Und es macht aber auf jeden Fall halt Sinn, weil erstens halten die Abgase halt die Temperatur drin. Dadurch haben wir auch eine höhere Fließgeschwindigkeit von den Abgasen. Und wir schützen halt die Bauteile drumherum, weil ca. 30 bis 40% weniger Hitzeabstrahlung dann auch zu dem Wasserkühler, wie wir gesehen haben, der da vorne mit dem Lüfter und so direkt ist. Ja, ja, richtig. Ich würde das halt rot durchziehen, das sehen wir halt später, bis wir halt an der Ölwanne vorbei sind, weil sonst kochen wir uns halt auch das Öl auf. Also, wir haben jetzt Folgendes vorbereitet. Schweißgerät aufgebaut, Schweißgerät getestet. Jawohl. Wir waren nicht so ganz zufrieden mit unseren Farben. Ja, wenn wollen wir ja schöne Anlauffarben noch haben. Im Idealfall, na klar, keine, aber wenn, dann schon schöne. Genau, also wir waren am Anfang ein bisschen matt und dann... Naja, dann kommt das, was wir alle feiern im Chrom-Nickel-Bereich, Regenbogennähte. Ja, genau. Ne? Hier sieht man, hier ist ein schöner Vergleich direkt nebeneinander. Ja, und alles nur Setup, Gasdüse angepasst, genau. Gasmenge angepasst, alle Schläuche nochmal auf Dichtigkeit, genau, gecheckt, dass das funktioniert, genau. Manometer sauber anknallen, also so ein paar Kleinigkeiten. Und dann kriegst du halt am Ende des Tages, bist du irgendwo da und dann bist du bunt. Ne? Und das Ganze bei
1,5 mm und gleichzeitig haben wir, Achtung, ich zeig's euch, genau, also das ist jetzt alles, was wir hier drin sehen, ist gerade nicht formiert, das sieht man, aber das ist an der Stelle nicht nötig. Jetzt haben wir alle Einstellungen drin, wir sind am Ende des Tages bei 42 Ampere gelandet. So in dem Dreh, ja. Müssen wir jetzt mal gucken, wie es sich halt jetzt hier, weil das ist ein bisschen dicker vom Material als 1,5, muss man einfach mal gucken. Ich guck dir zu diesmal. Echt jetzt? Ist jetzt mal eine, also ich schweiße auch. Ja, auf jeden Fall. Hab ich Bock drauf. Aber ich fange mal an, dir zuzuschauen und einzufangen, wie du das machst. Ja, okay, klar, gerne. Gummipropfen. Jawohl, ich arbeite mit den Gummistopfen. Gibt es noch jede Menge andere Varianten, die man halt nehmen kann. Aber das halt für uns am einfachsten. Steckst halt einfach drauf, machst hier oben noch ein Rohr dran, was du halt gerade einmal anheftest, das brauchen wir später nicht. Heftest halt gerade nur an zwei Stellen mit fest. Mach es später wieder ab, mach es oben schön glatt, nachdem wir es geschweißt haben und gut ist. Genau, richtig. Das würde ich gerade noch mal ein bisschen erläutern. Also wir haben hier die ersten 50, 60 mm nur deswegen hier liegen und werden die jetzt verheften, damit der Propfen hier drauf passt. Ja. Also wir machen uns da ein bisschen Platz. Das heißt, wir machen jetzt Argon auf, wir formieren mit Argon, jawohl, lassen mal ein Minütchen spülen, ja, und dann geht's, ans Heften. Jawohl. Dann Moped an und wir schweißen eine Runde. Also, ich muss dazu sagen, richtig gute Aufnahmen. Die gucken wir uns gleich an. Also, ich glaube, das wird dir Spaß machen. Und du hast jetzt eine Sache. Wir haben ja dieses Pie-Cut, was jetzt an der Stelle vielleicht 10 mm, 12. Ja, 10 war der, so wie wir es halt gezeichnet hatten. Da sieht man richtig, wie die Wärme, wie die WEZ quasi, die läuft links raus, ne? Und hier auf der anderen Schweißnaht, da ist er einfach nur im Kreis, weil wir links und rechts genug Material haben, wo die Wärme abgeführt werden kann. Nette, super geile Farbe. Und jetzt sagst du einmal rundschweißen. Das würde ich jetzt einmal rundschweißen. Die Stelle rund und die möchtest du dir übrig lassen? Ja. Wir müssen später eh hier unten schweißen, da nochmal schweißen. Ja. Und das hier ist jetzt nur, damit wir halt mal jetzt ein paar Meter in das Projekt reinkriegen. Richtig. Das müssen wir machen wegen dem Runterreduzieren. Ja. Weil hier oben kommt ja dann später noch der V-Bandring drauf. Und wie gesagt, dann schweißen wir hier eh wieder. Ob ich dann jetzt nur hier schweiße oder das noch gerade mitschweiße, das ist überhaupt zu gesprungen. Richtig. Und hier unten kommt dann der 90, also gleich ist mein Wunsch, dass wir erst wieder schweißen, wenn hier unten der 90 Grad oben war. Okay. Wir schauen jetzt mal rein. Ne? Also ich habe es schon gesehen. Also so sieht das aus. Da unten haben wir noch nicht geschweißt. Das ist jetzt keine Kante, die steht. Sagen wir mal so, du machst das nicht zum ersten Tag. Auf jeden Fall, wir können eine Sache festhalten. Das ist sauberst. Farben sind super. Ja. Und ich sag dir noch mal was. Diese Minimaschine, lass mich nicht lügen, kleine Kohle. Für einen Schick mehr als ausreichend. Oder? Ja. Also und dann wir so haben jetzt und dann. Nicht mal gepulst oder sonst was mit irgendwelchen Spielereien. Das nein, du könntest noch richtig, du könntest da noch richtig Gas geben. Ne? Sieht mega aus. Ja. Nächster Schritt wäre den Ring anpassen. Genau, den Ring passen wir jetzt auf den an und dann können wir das hier wieder vor am Tisch erstmal statisch heften, weil wir das Bauteil ja 360 Grad durch den Ring halt drehen können. Wir haben halt keine Schraubposition, wo wir Fixpunkte hätten. Richtig. Sondern noch bewegen wir uns im freien Raum. Sehr gut, dann Action. Ja, dann auf ihn. So, Freunde, ich darf auch mal. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe bekommen. Flexrohr fängt thermische Längenausdehnung auf. Ja? Da, wo es ein bisschen flexen muss, wo es sich immer noch gerne mal bewegen muss, da wird so ein Bauteil verbraucht. Welches wir benutzen, wissen wir noch nicht. Entweder länger oder kürzer, das hat der Jan mir eben erklärt. Jetzt haben wir hier eine Besonderheit und zwar, hier gibt es ein Innenrohr und ein Außenrohr und so zwei Ringe, die das Ganze, ich sag mal, in Form halten. Und die möchten wir jetzt untereinander verschweißen. Soll tricky sein oder beziehungsweise nicht ganz ohne. Das werden wir jetzt direkt mal prüfen, denn es ist recht dünn. Also, wir gucken mal, wie wir uns hier so schlagen.
nach dem Flexrohr gleich an den Segmentbogen, denn der will auch geschweißt werden. Dann kommen wir da auch raus aus dem Motorraum. Was ich sehr feiere, ist die Farbe, ne? Regelmäßigkeit, ja, musst du dich auf das 1,5er einschießen. So, bedeutet jetzt, wir kommen jetzt das Abfallrohr. Das ist nur zum Formieren. Und jetzt kommen wir quasi in die Richtung. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Passstück quasi vom... Nee, das haben wir ja, deswegen habe ich ja einen Winkel mehr als 90 Grad dran gemacht. Den müssen wir jetzt gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Und das weiten wir uns jetzt einfach passend auf den Cut auf. Mit der Maschine, wo wir es eben hinten zusammengepresst haben. Geile Nummer. Und dann sind wir raus aus dem Motorraum genau. Und in diese Richtung. Richtiges Spektakel. Willst du mir jetzt sagen, du hast eine Punktlandung gemacht hier mit drei Edding-Strichen? Ja. Fuck off, Alter. What the fuck, ey? Ein blindes Huhn findet man kaum, ne? Nee, es passt schon echt ganz gut. Ja, das sieht doch super aus. Also kannst du direkt hier heften und hier vorne am Flex auch. Das sah jetzt echt einfach aber aus. Aber das war ein Glücksgriff, ne? Ja. Gibst du. Das ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hast du ja gesehen, wie wild wir das angezeichnet Junge, haben. Junge, drei Edding-Striche, das kannst jetzt ja kannst kommen. Jetzt kannst du es überall, wo du hier dran kommst, kannst du helfen. Das wird steif haben, das wird da vorne genau. Schmeißen können. Und dann kommt die Magie, ob wir es wieder rauskriegen. Wie ein Rennauspuff, Junge. Ich feiere das so sehr, wie der aussieht, Junge. Ja, sehr kompakt, ne? Richtig gut. Und ich schweiß den jetzt, ja? Ja, wenn du willst. Also, Jungs und Mädels, wir haben es ausgebaut. Sieht gerade so aus. Ich zeige euch das mal. Sehen wir uns natürlich gleich noch mal genauer an das Ganze. Also ist schon richtig amtlicher Rennauspuffbau. Richtig nice. Also, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben Argon angeschlossen. Um innen zu spülen. Ich habe jetzt die Ehre, ich darf das fertig schweißen, das Teil. Dauert jetzt ein paar Minuten, das heißt, geht gleich weiter und dann sehen wir erstmal Lichtbogen und wie ich hier mich durchkämpfe. Und hier hatten wir schon 2,5 auch 3, ne? Durch diese Doppelringe. Genau, ja. Aber dieser Tipp von dir mit diesem Zusammenschmelzen der verschiedenen Lagen. Macht Sinn auf jeden Fall. Ne? Wenn man das erste Mal selber gemacht hat, dann denke ich, ist das vollkommen in Ordnung. Also, hier kannst du es sehen. Hier habe ich mir einen eingebaut. Es ist auf jeden Fall kein Draht. Ich gehe davon aus, dass ich bei der Heftstelle da so ein bisschen Quatsch gemacht habe. Bin ich zufrieden? Also auf jeden Fall haben wir eins gemacht. Wir haben... Du hast auf jeden Fall... gemerkt, dass Auspuffbauen halt gar nicht so einfach ist, wie man sich halt manchmal denkt. Weil manchmal, wenn man immer so hört, Auspuffbau, ja, ist zwar schweißen, aber ich sag dir was, ihr lötet ja eh nur zusammen. Ich bin ganz glücklich und von gestern auf heute jetzt das hier zu erzielen und hier so eine Downpipe hinzustellen, bin ich völlig down mit. Ja. Du kannst dich halt drauf einschießen. Ne? Ja, überleg mal, noch 2 Tage? Ja, klar. Und da bist du voll im Saft. Aber ich finde das Ding so, wie es ist, richtig sexy, auch mit den Anlauffarben. Also kalt und zufrieden sind wir auch. Ja, würde ich behaupten. Das ist das letzte Teil für die Achse. Hast du drüben fertig gemacht? Sehr geil. Ja, und dann ist Thema Downpipe durch. Viel einfacher rein und rauszuholen als den Palaver, den wir da hatten, als wir den Originalauspuff da rausgeholt haben. Das ist knapp, das, keine Frage, auch wie wir das jetzt gebaut haben. Ja. Aber es funktioniert ganz gut. Deswegen mussten das Teil jetzt auch 2 teilen, weil sonst über die Achse drüber gar keine Chance. Ja. Das ist doch richtig amtlich. Sieht gut aus, ne? Selbstsichernde Mutter mit der Selbstsicherung aus. Also sie ist verkupfert, das ist ein Stahlmutter verkupfert. So sehen die aus. Und vorne der Kragen ist eine Sicherung.
Das war's, ne? Jawohl, Turbo Niest, also Turbo Elbow ist drin. Fehlt halt noch hier der Lambda-Sondenanschluss. Das Ding bauen wir jetzt ein? Richtig. Dann schauen wir mal. Hat gepackt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine erste Downpipe gebaut. Warte, okay. Bis dahin, einmal hier quasi Schellen befestigt und bis da hoch. Ich glaube, das kann man gut erkennen. Also wir sind fertig mit der Arbeit, ne? Richtig? Also mit Thema Downpipe, bis auf Isolation sind wir fertig. Technisch gesehen können wir fahren. Was ist das hier? Das ist jetzt ja, irgendwas, ne? Das habe ich mir so gestern ausgedacht. Kann man nicht hier irgendwie jetzt... Ja, das sag ich ja. Das, hier wie, so wie du siehst, liegt hier so ein bisschen komisches Zeug rum. Für so ein bisschen Spielspaß und Schokolade zu machen. Und ja, ab und zu muss man sowas mal hören. Also das heißt, wir fummeln jetzt noch ein bisschen. Wir machen jetzt ohne Mittelschalldämpfer? Ohne Mittelschalldämpfer. So eine sehr beliebte Sidepipe zur Seite einfach mal raus, so unter der Fahrertür. Also wir machen mal ganz kurz was fertig und sind gleich wieder für euch da. Wir haben mal so eine Idee. Ja, ein bisschen spielen. Ja. Was sagst du? Du ja, hast Spezial vorbereitet, ne? Noch was zum Spielen. Wir müssen ja leider, weil wir erst in 2 Wochen weitermachen können, von der Hebebühne runter. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast deine erste Downpipe gebaut. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Hat auch echt super funktioniert. War auch jetzt nicht so einfach, dass man nur sagt, so ein Bogen oder sonst was, sondern wie du gesehen hast, hat man echt ein bisschen Prasser noch gehabt. Ich sag dir, was mich am allermeisten irgendwie mitgenommen hat, ich glaube immer noch, das war ein Trick von dir, dass... Nee, das war einfach den, Glück. Den Kompensator ja. Mit 0,00 Briefmarken ja. Hast du mir vertrauensvoll in die Hand ja. gedrückt und hast gesagt, schweiß mal. Ja, das war Glück, dass das funktioniert hat. Nein, das habt ihr das schon zugetraut. Das ist halt wirklich, aber im Nachgang hast du ja gemerkt, das hilft. Ja, für die Kehlen hat super. Ja. Ist auch ja. toll geworden. Richtig, ja, super. Ne? Ich würde sogar fast sagen, wir sind an der Stelle raus. Es gibt eine zweite Folge, es gibt was zu gewinnen. Es gibt was zu gewinnen und zwar haben wir uns eigentlich was ganz Feines ausgelegt. Es wird einen Miltec-Gutschein geben, es wird einen Stahlwerk-Gutschein geben, es wird Essen-Motorshow-Karten geben. Jawohl. Also wir packen richtig was auf die Karte und verlassen euch jetzt immer mit den gleichen Worten. Ich sag immer, ich bin mir ganz sicher, dass wir dieses Auto wiedersehen und zwar in der nächsten. Was wir aber auch machen möchten, ist mal hören. Ja. Und mit den Bildern verlassen wir euch. Das hat mir Spaß gemacht, mein Freund. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das war eine geile Nummer. Also. Macht's gut. Bis später. Das ist voll bescheuert. Das ist richtig, das ist Rallye-Style, Alter. Das ist ja unglaublich. Jungs und Mädels, das war ein Erfolg. Das hat Spaß gemacht. 1000, ihr hört. Also, an dieser Stelle, ohne Witz, das war eine sehr spaßige Folge. Einmal wollen wir sie noch sehen, ne? Wir sehen uns in der zweiten Folge. Junge, geile Nummer. Ja. Geile Nummer. Das ist wild, oder? Das ist sehr geil.